Alice Weidel und Sarah Wagenknecht sind in komplett unterschiedlichen Parteien. Die eine steht ganz rechts, die andere ganz links im politischen Spektrum. In letzter Zeit werden Weidel und Wagenknecht aber immer wieder in einem Atemzug erwähnt, weil sie in manchen Bereichen tatsächlich die gleichen Positionen vertreten. Die beiden werden sogar in TikTok-Videos abgefeiert. Wie kann das sein? Sollten Leute aus der Linken und der AfD nicht für komplett unterschiedliche Dinge eintreten? Wir haben uns ganz genau angeguckt, wie ähnlich Weidel und Wagenknecht wirklich ticken. Hier kommt die Analyse. Vor wenigen Tagen saßen Alice Weidel von der AfD und Sarah Wagenknecht von den Linken zeitgleich in zwei verschiedenen Talkshows. Und es gab im Internet mal wieder ordentlich Aufregung. Denn in einer Sache haben sie quasi das Gleiche erzählt. Und zwar, als es um Sanktionen gegen Russland ging. Die Sanktionen, die verhängt wurden, schlagen auf uns zurück. Und zwar mit einer Brutalität, die wirklich für Millionen Menschen in diesem Land bedeutet, dass sie den Gashahn abdrehen. Was wir hier betreiben, ist kollektive Selbstschädigung durch die Russland-Sanktionen auf dem Rücken der Bürger und vor allen Dingen auch unserer Industrie. Normalerweise fliegen zwischen Abgeordneten der Linkspartei und der AfD ordentlich die Fetzen. Aber mitten in Krieg und Energiekrise geben Weidel und Wagenknecht Statements ab, die sich extrem ähnlich anhören. Auch was den Umgang mit Putin angeht, fordern sie dasselbe. Ich finde, dass wir auch viel mehr Initiativen aus Europa brauchen für einen Friedensplan, für Diplomatie, für Verhandlungen. Die deutsche Bundesregierung hätte doch schon lange den Weg einschlagen müssen zu einer Friedenslösung. Im Internet werden sie von manchen Leuten dafür extrem gefeiert. Oft sind es Accounts mit sehr nationalistischer oder pro-russischer Meinung. Weidel und Wagenknecht werden gerade immer wieder miteinander verglichen und oft gemeinsam erwähnt. Das sieht man auch an den Twitter-Trends. Weidel im Trend mit Wagenknecht. Die Lage in der Politik ist aktuell enorm angespannt. Besonders wegen des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise wird gerade extrem viel gestritten. Die Opposition aus Union, AfD und Linkspartei gibt der Bundesregierung ordentlich Kontra. Während die Union aber bei der Hilfe für die Ukraine meist mitgeht, sind AfD und Linke gar nicht einverstanden mit dem, was die Ampel da gerade macht. Was aber genau gefordert wird, darüber ist sich besonders die Linkspartei gar nicht so einig. Und genau das hat schon wieder zu einem neuen, heftigen Streit geführt. Der Grund? Sarah Wagenknecht. Oder besser gesagt, eine ihrer Reden neulich im Bundestag. Da hat sie einiges rausgehauen, was den meisten in ihrer Partei und besonders der Parteispitze ziemlich gegen den Strich gegangen ist. Es geht da vor allem um diese Aussagen hier zu den Sanktionen gegen Russland und den Umgang mit Putin. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Verhandeln wir in Russland mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Es gab sogar Applaus und Zustimmung von der AfD. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Vor allem bei den Parteibossen der Linken, Janine Wissler und Martin Schirdewan, kamen Teile von Wagenknechts Rede gar nicht gut an. Sie haben sich von einigen Aussagen in Wagenknechts Rede distanziert, und zwar besonders hiervon. Erst im Sommer hatte sich die Linkspartei darauf geeinigt, dass die Sanktionen gegen Russland bleiben sollen, wenn sie sich explizit gegen Putin und seine Vertrauten richten. Wagenknecht hat in ihrer Rede aber gefordert, alle Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Für viele wirkt das, als würde sie für Putins Positionen eintreten. Seitdem brodelt es immer weiter bei den Linken. Fast täglich gibt es neuen Zoff. Mehrere prominente Mitglieder sind kurze Zeit später sogar aus der Partei ausgetreten. Unter anderem Fabio De Masi, der frühere Europa- und Bundestagsabgeordnete. Und auch die Fraktion der Linken im Bundestag wäre nach Wagenknechts Rede fast auseinandergebrochen. Luigi Pantisano aus dem Parteivorstand hat vor wenigen Tagen erst das hier getwittert. Die Basis meldet sich deutlich zu Wort. 9 Landesverbände von Die Linke schreiben an die Fraktionsvorsitzenden. Unsere Reden und Auftritte müssen so sein, dass sie weder einer jubelnden AfD, deren Programm Entsolidarisierung ist, noch der Propaganda Putins in die Hände spielen. Zwar wird hier niemand mit Namen angesprochen, aber die Message ist ziemlich eindeutig. Die geht raus an Wagenknecht und ihre Leute.
Sie sollen mit dem Rest der Partei an einem Strang ziehen. Wagenknecht hat ihre Kritik bei Lanz trotzdem wiederholt. Wir sehen doch, dass die Sanktionen in Russland offensichtlich nicht wirken. Wieder hat sie der Bundesregierung vorgeworfen, mit Russland einen Wirtschaftskrieg zu führen. Zwar könne man den nicht mit einem militärischen Krieg vergleichen, aber trotzdem ist der Wirtschaftskrieg nicht klug, weil er uns schadet. Zur gleichen Zeit sitzt Alice Weidel in einem anderen Fernsehstudio bei Sandra Maischberger und diskutiert mit FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und auch da kam von Weidel eine sehr ähnliche Aussage. Sie wollen dieses Land ausliefern und Sie schaden diesem Land mit Ihrer Politik. Die Menschen sehen es auf ihren Stromrechnungen, verstehen Sie? Sie sehen es in den Läden, an der Inflation, an der Geldentwertung. Das ist etwas, was unglaublich schädigend für unsere Volkswirtschaft ist, warum wir diesen Kurs unbedingt beenden müssen. Beide haben hier also einen nationalistischen Ansatz. Das ist bei Weidel jetzt nicht so überraschend. Aber genau das gleiche Argument bringt auch Wagenknecht, zum Beispiel bei Lanz. Erst wir in Deutschland, dann die anderen. Wagenknecht geht sogar so weit zu sagen, dass Deutschland dafür wieder mit Putin Geschäfte machen soll. Und Weidel geht da mit. Damit das klappt, soll Deutschland sich mit Putin an einen Tisch setzen. Wagenknecht und Weidel sind sich auch hier einig. Verhandeln statt Waffen liefern. Friedensverhandlungen, sofortige. Sie wollen unser Land in eine hochgefährliche Situation bringen. Aber der Friedensplan kann doch nicht darauf beruhen, dass man sagt, also wie Selenskyj zum Beispiel, also bevor nicht der letzte Russe auch von der Krim verschwunden ist, reden wir gar nicht miteinander. Beide haben auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine weiter Putins Erzählung verbreitet, dass der Westen ihn provoziert hätte und er sich nur wehren würde. Heute haben wir das Problem der russischen Kränkung, warum es zu diesem Angriffskrieg überhaupt gekommen ist. Das, was der Westen, was die NATO seit dem Ende des Kalten Krieges gemacht hat, das könnte man auf den Oberbegriff Wandel durch Konfrontation, Ausgrenzung und Abgrenzung bringen. Was hier wichtig ist zu sagen, die beiden kommen natürlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Weidel ist klar auf AfD-Parteilinie. Wagenknecht eckt mit ihren Punkten dafür oft bei der Linken an. Und das macht sie schon lange. Schon etwa seit der Gründung der AfD 2013 hat Sarah Wagenknecht in diversen Bereichen ähnliche Positionen vertreten. Damals hat Alice Weidel in ihrer Partei noch keine so große Rolle gespielt. Beispielgefällig? Kein Problem. Das war zum Beispiel beim Thema Euro so. 2013 hat Wagenknecht gesagt, die AfD habe mit ihrer Kritik an der Euro-Rettung in vielen Punkten recht. 2015 hat sie den Euro sogar in Frage gestellt. Aussagen, die damals so eigentlich nur aus der AfD kamen. Auch beim Thema Migration und Asyl gab es immer wieder Überschneidungen. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln 2015 hat Wagenknecht rausgehauen: Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt. Und das ist auch von der Linken eine ganz klare Position. Das sahen viele in der Linken anders. Stattdessen gab es aber viel Lob von Alexander Gauland. Und beim Thema Migration ist Wagenknecht in der eigenen Partei immer wieder angeeckt. Das hat auch Alice Weidel mitbekommen. Und das hat sie kurz vor der Bundestagswahl 2017 auch extra betont. Ich würde die Frage gerne an Frau Wagenknecht richten. Sie sind ja die vernunftorientierte Person in Ihrer Partei, leider fast die einzige. Sarah Wagenknecht wollte das Kompliment aber lieber nicht annehmen. Also wissen Sie, Frau Weidel, also Ihr Lob können Sie sich gerne schenken. Trotzdem hat Wagenknecht im Jahr darauf ihre Position noch verschärft und sich beim Thema Migration gegen die Position ihrer eigenen Partei gestellt. Sie hat gesagt, dass wir auf keinen Fall weiterhin sagen können, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen, hat hier Anspruch auf Sozialleistungen, kann sich hier nach Arbeit umsehen. Und das, obwohl die Linke eigentlich seit Jahren offene Grenzen für alle Menschen fordert. Danach war die Kritik aus der Partei an Sarah Wagenknecht ziemlich heftig. Von AfD-Leid war die Rede. Übernahme von AfD-Position. Und das ist noch nicht alles. Auch in der Corona-Pandemie wurde es nicht ruhiger bei den Linken. Wagenknecht hat immer wieder daran gezweifelt, wie gefährlich das Virus ist und auch die Impfung hat sie persönlich abgelehnt. Mehr noch, sie hat mit ungewissen Langzeitfolgen argumentiert und sich auch gegen die Impfpflicht gestellt. Auch damit lag sie immer wieder auf einer Linie mit Alice Weidel und der AfD. Und auch das hat für mega Stress in der Linken gesorgt. Aber kommen wir zurück in die Gegenwart. Wenn man sich momentan die Auftritte von Weidel und Wagenknecht in den Talkshows und auch im Bundestag anschaut, muss man also sagen, in vielen Dingen sind sie sich gerade einig. Aber wie weit geht die Einigkeit?
Kann man sagen, dass Wagenknecht und Weidel wirklich ähnliche politische Ziele haben? Ich habe euch ja schon einige Beispiele genannt, wo es durchaus Überschneidungen gibt. Aber genauso gibt es himmelweite Unterschiede zwischen den beiden. Und da liegen sie in den meisten Fällen wieder auf Linie mit ihren jeweiligen Parteien. Ein Unterschied muss hier natürlich betont werden. Der Verfassungsschutz hat die komplette AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Inhaltlich gibt es viele Themen, bei denen Weidel und Wagenknecht weit auseinandergehen. Schauen wir mal auf einige der größten Unterschiede. Thema Klimaschutz. Weidel stellt wie ihre AfD den Einfluss der Menschen auf den Klimawandel in Frage. Die Linke nimmt ihn ernst und fordert radikale Maßnahmen. Sarah Wagenknecht äußert dabei auch immer wieder Kritik am Kapitalismus, an Konzernen und an der Globalisierung. Weidel steht da im krassen Gegensatz. Sie spricht sich immer wieder für eine freie Marktwirtschaft aus und gilt als enorm wirtschaftsliberal. Die Linke will deutlich mehr staatliche Kontrolle, zum Beispiel für Großkonzerne. Aktuell will sie die großen Energiekonzerne sogar ganz verstaatlichen. Ebenfalls ziemlich undenkbar für Weidel und ihre AfD. Und auch wenn es dann konkret darum geht, wie Menschen finanziell entlastet werden, haben Weidels AfD und Wagenknechts Linke ziemlich unterschiedliche Ideen. Zum Beispiel beim Thema Steuern. Die AfD will jede Menge Steuern streichen und so Abgaben reduzieren. Sie lehnt auch die Vermögensteuer sowie Erbschafts- und Schenkungssteuer vehement ab. Die Linke steht dem fundamental entgegen. Sie will besonders an hohe Vermögen und auch Erbschaften ran, um arme Menschen zu entlasten. Und das sind nur ein paar Bereiche, in denen Wagenknecht und Weidel nicht gleich ticken, sondern fundamentale Differenzen haben. Fazit: Sarah Wagenknecht und Alice Weidel sind beide sehr umstrittene und provokante Persönlichkeiten. Aber während Weidels Provokationen quasi zum Markenkern der AfD passen, provoziert Wagenknecht mit ihren Aussagen eher die eigene Partei und die eigenen Mitglieder. Was ich aber wichtig finde zu betonen: Sie kommen eigentlich beide aus völlig verschiedenen Richtungen. Während Wagenknecht zum Beispiel für mehr staatliche Regelungen und starke Besteuerung von Reichen ist, steht Weidel dem komplett gegenüber. Da wird der Gegensatz von links gegen rechts ziemlich deutlich. Und da stehen sie für komplett unterschiedliche politische Visionen. Besonders in den großen Krisen der letzten Jahre, auf denen viel mediale Aufmerksamkeit lag, haben Wagenknecht und Weidel aber immer wieder ähnliche Positionen vertreten. Migration, Corona, Ukraine-Krieg oder Energiekrise. Und das sorgt eben dafür, dass sie von manchen als eine Art Duo wahrgenommen werden, das sie eigentlich gar nicht sind. Was meint ihr? Wie nehmt ihr Wagenknecht und Weidel wahr? Eher auf einer Linie oder seht ihr mehr die Unterschiede? In die Kommentare damit. Egal ob Team Weidel oder Team Wagenknecht, wenn ihr unseren Abo-Button klickt, bekommt ihr Content zu beiden. Hier erfahrt ihr, warum die AfD auf TikTok so stark ist und warum auch da Weidel und Wagenknecht eine besondere Rolle spielen. Und hier hat Jan Linken-Chefin Janine Wissler im Funk-Kreuzverhör interviewt. Auch da ging es um Wagenknecht.